Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Quantus. Und wir befinden uns hier in meinem Hauptaccount. Ich hatte meinen letzten Clankriegskampf mit diesem Account am 21.06., also circa 6 Wochen, keinen Clankriegskampf gemacht mit diesem Account, weil, wie ihr vielleicht noch wisst, ich mir eine CW-Sperre verordnet habe. Der Grund war, ich war zwar schon Town Hall 12, hatte aber noch weder die Armeelager fertig noch die Clanburg fertig. Und da habe ich mir gesagt, also ich werde so lange CW-Sperre mir selbst auferlegen, bis meine Armeelager fertig sind, bis die Clanburg fertig ist und bis ich eine Truppe mindestens auf Maximum für Town Hall 12 habe. Diese eine Truppe sind die Bowler. Und ja. Wir werden uns mal die Kämpfe anschauen, die ich mit den Bowlern und auch mit Minern gemacht habe. Ich habe zuerst die Nummer 1 angegriffen im CW. Schauen wir uns den Kampf mal an. Also, der Plan war ursprünglich ein bisschen anderer. Ich wollte ursprünglich hier unten anfangen mit der Queen und dann die Clanburg gleich locken. Und dann habe ich mir aber gesehen, oh, das wird für meine Bowler hier an der Ecke, wo die Queen jetzt startet, zu heftig. Ein Bombenturm, zwei Magiertürme. Da habe ich gedacht, okay, dann fängst du an der Stelle an mit Queen Walk. Hab also vier Heiler und die Queen losgesandt. Also gleich brauche ich schon den ersten Wutzauber, weil zu viel einfach auf die Queen einschießt. So, dann kommen Mauerbrecher. Mit denen locke ich nämlich dann die Clanburg. So, das war im Prinzip egal, dass die Mauerbrecher sterben. Wichtig war, dass ich halt mit der Queen die Clanburg zerstöre. Gleich kommt der zweite Part. Also Clanburg ist zerstört. Ja, die Mauerbrecher habe ich am Ende gar nicht mehr benutzt. Ich hatte ja eine ganze Menge Heiler. Ich hatte insgesamt 8 Heiler bei diesem Kampf. Jetzt starte ich tatsächlich mit den Bowlern und dem Mauervernichter. Der Adler, der war nur Level 1 hier in dem Fall. So, jetzt kommt zuerst der Mauervernichter rein, dann kommen die Bowler. Ja, es sind hier eine ganze Menge suchende Luftminen gewesen. So, irgendwie hat es auch nicht geklappt, dass ich den King damit reinsetze. Der ist erst, ich hätte den eigentlich schon vorher gesetzt. Das hat nicht wirklich funktioniert hier. So, jetzt die ganzen Bowler sind alle nach rechts weggelaufen. Queen und King mussten hier auf der linken Seite alleine kämpfen. Der einzige Held, der mit den Bowlern mitgelaufen ist, ist der Warden. Jetzt gleich musste ich die. Ach nee, die Queen hatte ich schon gezündet. Sonst wäre sie mir verreckt. So, am Ende war es sogar noch fast ein Zeitproblem, weil der Queen Walk am Anfang zu lange gedauert hat. Ich hatte jetzt hier noch einen Sprungzauber und einen Frostzauber übrig, den brauchte ich irgendwie gar nicht setzen. Jetzt habe ich den einfach irgendwo gesetzt, weil ja, war im Prinzip nutzlos. Den Warden hatte ich auch noch nicht gezündet. Also am Ende war es dann tatsächlich dann noch so ein kleiner Overkill. So, das war der Kampf gegen die Nummer 1, also ein relativ schwaches Town Hall 12. Also wenn wir uns die Haupt-Dev anschauen, den Adler und die Infernos, die waren auch relativ low. So, dann den zweiten Kampf habe ich gedacht, machst du mal mit Minern, weil da hatten wir schon ein relativ starkes Rathaus 11, was auch nicht so einfach zu erledigen war. Ein Multi-Inferno, ein Single-Inferno und alle X-Bows waren auf Boden gestellt, also maximale Reichweite. Da hatte ich ursprünglich dann sogar überlegt, ob ich mit Drachen angreife, aber ich habe mich dann doch für Miner entschieden. So, und hier habe ich mich dazu entschieden, erstmal das Gefährlichste für die Miner, den Multi-Inferno, rauszunehmen. Da bin ich rechts mit dem Queen Walk gestartet
Und ursprünglich hatte ich auch gedacht, dass ich vielleicht sogar reinkomme bis zum Adler. Das war aber dann nicht so. Also hier hatte ich den, weil ich die Miner noch nicht auf Maximum Level habe, habe ich dann den Machttrank benutzt. So wie ihr seht, der Mauervernichter kommt ganz gut rein. Wie auch im ersten Kampf habe ich im Mauervernichter 5 Walküren auf Maximum Level. So, jetzt gleich kommen die Walküren raus. Kriegen natürlich gleich harten Beschuss. Also die Walküren waren ein bisschen verschenkt. Hätte ich vielleicht einen Wutzauber draufsetzen sollen. Aber ich hatte nur 2 Wutzauber und mir war halt wichtiger, dass ich mit der Queen halt die Clanburg zerstöre. Was auch ganz gut geklappt hat mit Wutzauberunterstützung bei der Queen. So, jetzt gleich startet der zweite Part hier. Ich bin hier oben jetzt, wo die ganzen Lager sind, mit den Minern reingegangen. Hab dann auch die Helden hinterhergesetzt, also King und Warden. Hab die Queen erstmal Queen sein lassen. Und habe mich jetzt auf den Miner-Part konzentriert. Ich hatte ja 4 Heilzauber. Jetzt gleich musste ich die Queen zünden. Ich hab eigentlich gar nicht auf die Queen geachtet. Ich habe mich die ganze Zeit links auf die Miner konzentriert. Was hier ein bisschen blöd war, dass der Single Inferno nicht von den Minern angegriffen wurde. Das war eigentlich so ein bisschen mein Plan. Ja, die haben so ein bisschen sich nicht entscheiden können. Jetzt hat der Single Inferno den Warden getötet. Den musste ich jetzt zünden. Ja, aber einmal fokussiert, hat er natürlich keine Chance mehr. So, die Queen ist immer noch am Leben, hat sich jetzt so ein bisschen mit dem King verbündet. Ich hatte immer noch einen Heilzauber. Es ist immer schwer zu erkennen, wie viel Miner noch am Leben sind. Einen Wutzauber hatte ich auch noch. So, jetzt stirbt der King auch am Single Inferno. So, gleich habe ich den Wutzauber gesetzt. Die Queen hat glücklicherweise sich jetzt um den Single Inferno gekümmert. So, und jetzt habe ich den letzten Wutzauber gesetzt, weil ich dachte, Bombenturm, das könnte noch kritisch werden, plus Magierturm. Aber das ging dann ganz gut. Die Queen hatte noch volles Leben, weil sie jetzt den letzten Heiler oder die letzten 2 Heiler, ich glaube, es waren noch 2 Heiler. Nee, ja doch, es waren noch 2 Heiler. Noch im Rücken hatte. Ja, und so wurden es tatsächlich nach 6 Wochen Pause, wo ich nur 2 Sterne im CW geholt habe, wurden es dann doch glatte 6 Sterne. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, so lange Pause zu machen und meine Truppen und meine Dev weiterzumachen. So, zusätzlich haben ja diese Woche super Clan-Spiele angefangen. Wir schauen mal rein, wie es da so aussieht. Ich habe die 5000 Punkte mit Quantus voll. Ja, wir haben noch 6 Tage und 1 Stunde Zeit. Es sind insgesamt, haben wir im Erstclan 24.840 Punkte. Also ich werde auf jeden Fall, wie ihr seht, mit meinen anderen Accounts auch noch einiges unternehmen. Mit Turbo Rusher bin ich auf Platz 4, habe 2.350 Punkte. Mit Quantus 2 habe ich 850 Punkte. Mit Milo habe ich 600 Punkte. Mit Quantus 4 600 Punkte. Mit Quantus 3 550. Mit SpongeBoss habe ich 450 Punkte. Ich weiß gar nicht, habe ich noch jemand hier dabei? Ich glaube, das war's. Ja. Also es haben noch einige gar nichts gemacht. Aber wie gesagt, es sind ja noch 6 Tage Zeit. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir, wenn ich viele Punkte bringe, auch die 75.000 Punkte holen. Es wird ein bisschen schwierig, weil sehr, sehr viele Leute sind im Urlaub und deswegen wird es dann etwas enger. So, ich habe einige Leute befördert. Wir werden aber auch noch mal schauen, wie sieht es mit dem Turbo Rusher Account aus. Ich werde gleich mal in den Turbo Rusher Account wechseln. Und werde dann auch noch 2 Live-CW-Fights machen. Also erstmal den Wechsel zum Turbo Rusher-Account. Dazu werde ich mal kurz die Aufnahme pausieren.
wir befinden uns jetzt in meinem Account TurboRusher. Und ja, ihr könnt dann mal den aktuellen Stand sehen. In 22 Stunden und 58 Minuten gehe ich hier auf Town Hall 8. Ich habe in 10 Stunden und 42 Minuten meine Zauberfabrik fertig. Habe, wie ihr seht, meine Drachen schon auf Level 2. Wie ist das so schnell möglich gewesen? Ich habe die Drachen geforscht und habe gleich mein Buch des Kampfes benutzt. Und deswegen sind die Drachen schon auf Level 2. Ich habe allerdings immer noch 185 Truppenkapazität. Da hat sich leider nichts getan. Habe allerdings hier zum Beispiel die Kanonen, die waren jeweils Level 3. Die habe ich auf Level 4 gemacht. Den Bogenturm, der war auch auf Level 3, den habe ich auf Level 4 gemacht. Dann habe ich den Minenwerfer auf Level 2 gemacht. Also ich war schon aktiv. Habe dann auch einige Elixier- und Goldminen habe ich schon auf Level 5 gemacht. Da bin ich jetzt auch dabei. Das dauert immer jeweils eine Stunde. Also den Sinn und Zweck dieser Dauer kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wenn man was auf Level 4 macht, dauert es eine Stunde. Wenn man was auf Level 5 macht, dauert es auch eine Stunde. Nicht so richtig nachvollziehbar, warum das so ist. Normalerweise steigt das ja alles an. Aber manchmal ist es halt auch nicht der Fall. Hier denke ich mal, hat Supercell einen kleinen Fehler gemacht. Also wie ihr seht, sind die Mauern auch schon einiges weitergekommen. Bald kann ich auch den King auf Level 2 machen. Ja, also wir haben jetzt noch zwei Kämpfe im Clankrieg. Da ich keine zusätzlichen Sterne holen kann mit dem Account, werde ich einfach probieren, die 50% zu schaffen, beziehungsweise eventuell sogar noch einen zweiten Stern. Zaubermäßig habe ich nur Heilzauber. Jetzt muss ich mal gucken, wie greife ich hier am besten an. Okay, oben ist der Feger. Also ich denke, ich muss die Drachen ein wenig aufteilen, um auf die 50% zu kommen. So, ja, da werde ich mal hier unten ein paar Drachen setzen. Okay, los geht's. Vielleicht brauche ich die Heilzauber auch gar nicht. Mal schauen. Wir werden versuchen, so effektiv wie möglich zu arbeiten. So, das heißt, ich werde erstmal hier einen Bogi hinsetzen. Da auch. So, da komme ich nicht über die Mauer rüber. Dann müssen wir hier, setzen wir da noch einen Bogi hin. Und dann setzen wir hier. Na, da wird es ein bisschen kritisch. So. Hier kommt jetzt auch ein Drache hin. Dann kommt hier oben ein Drache hin. Da kommt ein Drache hin. So, ich denke mal, oh, jetzt ist die Clanburg rausgekommen. Da muss ich gucken. Vielleicht werde ich da doch mal einen Heilzauber draufsetzen. Ja, der Babydrache, der macht ganz schön Terror. So, jetzt werde ich mal da. Das ist echt blöd. Der Babydrache ist immer noch am Leben. Ja, das wird echt eine heiße Kiste noch. Wie kriege ich das hin? Babydrache, Max Babydrache macht mir hier meine Drachen platt. So, ich muss die Loons setzen. Okay, ich setze hier oben, setze ich die Loons. Setze dann auch gleich noch einen Heilzauber. So, dann kommt hier der Drache. Und ja, das Problem ist, dass der Babydrache natürlich die ganze Zeit im Wut ist. Ja, habe ich leider nicht geschafft, die 50%. Weil mir die Clanburg so sehr zu schaffen gemacht hat. Aber gut, 42% gibt auch Loot. So, ich werde jetzt mal neue Truppen anfordern. Und dann werden wir den zweiten Kampf auch noch machen.
Ja, das Problem ist, dass ich natürlich als Townhall 7er keinen Giftzauber habe. Und ja, also ich habe nur noch meine zwei Heilzauber. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich den King fertig mache. Der könnte ja auch noch einige Prozente bringen. So, dann schauen wir mal, welche Nummer. Ich habe mir jetzt die anderen Nummern noch gar nicht so angeguckt, wo eventuell. Ja, doch, ich denke mal, hier ist einiges mehr möglich an Prozenten. Wichtig ist, dass ich die Clanburg nicht locke. So. Oh, die Drachen sind noch gar nicht fertig. Mal gucken, ob wir das beschleunigen können. Wie lange dauert das, die fertigzustellen? 10 Gems. Naja, die werden wir mal ausgeben. So. Dann werden wir noch den zweiten Kampf machen. Ich hoffe diesmal auf ein paar mehr Prozente. So, auch hier können wir erstmal schon einen Bogi hinsetzen, hier auch. Und ja, wo werden wir mal den King? Ja, mit dem King können wir noch mal warten. So, wir setzen mal da einen Drachen hin. Hier einen Drachen, da einen Drachen. Hier oben. Na, wenn ich die Loons jetzt schon setze, könnte es sein, dass die gleich wieder rauskommt, die Clanburg. So, hier werde ich jetzt mal den King setzen. Und der kriegt hier noch Unterstützung von den Bogies. So, hier unten haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir holen können. So, ich denke mal, da werde ich jetzt die Loons hinsetzen. Und die Loons sollen auch einen Heilzauber noch kriegen. So. Naja, hier unten könnte es jetzt passieren, dass die Clanburg rauskommt. So, dann setzen wir doch mal den letzten Drachen und dann schaffen wir auch die 50%. Jetzt ist die Clanburg nämlich rausgekommen, aber wir haben die 50% geholt. Sehr schön. Den einen Heilzauber brauchen wir jetzt gar nicht mehr setzen. Ja, 3 Sterne waren ja hier eh schon erledigt. Ja, da bin ich sehr zufrieden mit. Dann können wir noch den einen Bogie. Es ist eigentlich auch egal. Eigentlich kann man jetzt auch abbrechen. So, dann machen wir das. Zumindest noch schön Loot. Jetzt gucke ich mal, wie viel Loot ich insgesamt bekomme. 667.000. Ja, auch für den ersten Kampf bekomme ich Loot. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt bilde ich wieder meine normalen Truppen aus. Also es reicht auf jeden Fall, um dann den King auf Level 2 zu starten nach dem Clankrieg. So, ein Bogi habe ich noch übrig. Schnelle Ausbildung. Nehmen wir ein Bogi mal wieder raus. Dann können wir die nämlich gleich zweimal machen. Das habe ich jetzt. Ja. So, dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas in den Clan-Spielen machen können. Was ist das hier? Mit Schleichschützen. Verdiene 4 Sterne mit Schleichschützen. Aber das können wir doch mal probieren.
Das seht ihr dann aber im nächsten Video. So, das war's dann erstmal von meiner Seite aus. Ach so, übrigens eine Sache habe ich noch vergessen. Ihr hattet ja im letzten Video über einen Clankrieg, da stand es glaube ich 29 zu 3 am Ende. Und so ist der Clankrieg auch ausgegangen. Die haben tatsächlich nicht mehr angegriffen. Und ihr seht mein Loot, 1 Million von beiden beim letzten Clankrieg. Das war mit Turbo Rusher, also richtig nice. Ja. So, falls es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Quantus.